Ruth Becher, sie ist ebenfalls von der SPÖ. Energieeffizienz ist ein wünschenswertes Ziel und die beste und billigste Energie ist die, die man eigentlich gar nicht erst braucht. Das heißt, und hier beziehe ich mich auf die Gebäudesanierung und die, das heißt, alles, was nicht für Raumwärme und Heizen ausgegeben wird, sind deckungsgleich weniger klimaschädliche Emissionen und es schlägt sich natürlich auch auf den Kontostand der einzelnen Menschen nieder. Und wird jetzt diese Novelle diesem Gedanken gerecht, so meine ich, dass die Ausgangssituation in Österreich im Gebäudebereich eine sehr gute ist. Wir haben eine hervorragende Gebäudesubstanz. Es werden pro Jahr ca. 60.000 Wohnungen saniert und im Vergleich zur Bundesrepublik liegt der CO2-Ausstoß pro Haushalt um ein Drittel weniger. Und ich denke, das ist doch eine sehr beachtliche Zahl. Ein Problembereich ist eher bei den Einfamilienhäusern. Und jetzt gibt es die Frage, welche Möglichkeiten gibt es, um zu einer geförderten Sanierung zu kommen. Das ist einerseits die Wohnbauförderung, die an sehr strenge umweltpolitische Standards gebunden ist in den Bundesländern. Das zeigen ja dann auch die Zahlen, die Sanierungszahlen, die Wohnbauinvestitionsbank. Hier sind Mittel natürlich auch für die Sanierung vorgesehen und der Sanierungscheck, der heute schon erwähnt wurde, der im Ausschuss auch einer Kritik unterlegen ist, weil ja die Mittel aufs heurige Jahr geschrumpft gewesen sind. Wobei man sagen muss, schon beim Budgethearing haben Sie ja gesagt, dass Mitte Oktober noch immer Mittel vorhanden waren für die Sanierung. Und ich habe diese Zahl auch hinterfragt und heute hat es der Kollege ja schon genannt, dass 60 Millionen zur Verfügung stehen. Insgesamt, das heißt, es werden heuer um ca. 1.000 Einfamilienhäuser mehr saniert werden können mit diesen Mitteln. Und wenn wir in den Medien verfolgt haben, so sind die Ölpreise in den letzten Tagen doch wieder enorm angestiegen. Das heißt, die Energiekosten werden steigen, die Anreize zur Sanierung sind da, Mittel sind auch vorhanden. Also ich denke, wir sind auf einem sehr guten Weg. Vielen Dank.